Claudia hat uns damit beauftragt, uns mit dem sogenannten Ernst des Lebens zu beschäftigen. Ihr wolltet, dass wir Leute treffen, die sich jetzt entscheiden müssen, was nach der Schule passiert. Und deswegen treffen wir uns jetzt mit zwei Jungs in Ulm. Und zwar an ihrer alten Schule. Ben und Torben haben hier vor ein paar Wochen zusammen Abi gemacht. Nach dem Sommer wird Ben eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker anfangen. Und Torben will Pilot werden. Weil das Bewerbungsverfahren so ewig lang dauert, fängt er zur Überbrückung an, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Die beiden sind sogenannte G8ler. Sie sind also nur 8 Jahre lang aufs Gymnasium gegangen. Bei uns hat es damals noch 9 Jahre gedauert. Ihr seid jetzt beide G8. Wie alt ist man da, wenn man fertig ist mit der Schule? Also eigentlich ist man 18. Ich bin jetzt aber erst 17. Das hat aber was damit zu tun, dass ich die erste und zweite Klasse damals in der Grundschule in einem Jahr gemacht habe. Mhm. Also ich habe quasi übersprungen. Also ich glaube, ich wusste mit 17 oder 18 noch nicht genau, was ich machen will. Ja gut, aber man muss es ja, also wir müssen es ja eigentlich jetzt inzwischen wissen, weil wir sind jetzt mit der Schule fertig und es geht jetzt halt weiter. Ich meine, wenn man jetzt wegen mir mal sagt, okay, ich mache jetzt 2 Jahre lang gar nichts, das macht sich halt nicht, das wirkt sich wahrscheinlich im weiteren Leben eher schlecht aus. War das bei euch irgendwie in der Schule, in der Klasse mal ein Thema, dass viele Leute nicht wissen, was sie machen sollen oder dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen? Gerade auf eine Ausbildung oder ein duales Studium muss man sich ja mindestens ein Jahr vorher bewerben schon. Und dann kommt man eigentlich gerade in die Kurzstufe, fängt an zu lernen und sieht, ja, es ist bald Abitur. Und schon relativ plötzlich überrennt einen eigentlich so ein bisschen, finde ich. Wer eine Ausbildung anfangen will, muss sich noch früher entscheiden als alle anderen, weil man sich darauf so früh bewerben muss. Ben mag praktische Sachen, deswegen auch die Ausbildung. Bei der Abi-Zeitung mit dem Abi-Motto Kohlrabi, wir machen uns vom Acker, hat er sich um Fotos und Design gekümmert. Als wir Artikel zum Thema gelesen haben, haben wir 2 Sachen besonders oft entdeckt. Sogenannte Erwachsene beklagen sich über angeblich seelenlose Turboschüler, denen ein Teil ihrer Kindheit verloren geht, weil sie durch die Schule rasen und sich viel zu schnell entscheiden müssen. Und Unternehmen beschweren sich, dass viele Abi machen, aber kaum jemand Azubi wird. Ben, jetzt bist du quasi der Einzige, der bei dir in der Klasse eine Ausbildung macht, oder? Ist es irgendwie komisch? Ist es was Besonderes? Ein bisschen schon. Vor allem die Lehrer wundern uns ein bisschen, dass sie eine Ausbildung macht, weil die auch eher denken, Abitur, dann gehen wir studieren. Und ja, ist dann ein bisschen komisch dann. Ben ist mit seinem Berufswunsch also ein Exot. Folge für die Gesellschaft. Letztes Jahr blieben laut Industrie- und Handelskammer 80.000 Lehrstellen unbesetzt. Ihr müsst euch ja jetzt viel früher entscheiden, als ich das früher musste, ja? Also mit 17 schon wissen, was man tut. Hattet ihr in der Schule, hattet ihr irgendwelche Unterstützung? Das bekommt man, glaube ich, ab der 10. Klasse. Ist man eben wieder im BITS, also im Berufsinformationszentrum heißt das. Wir haben so einen Test gemacht, eben, was wir dann werden könnten. Und was stand da drin, was du werden wolltest? Ich sollte Metzger und Schäfer werden. Was? Also, das hat also nicht so gepasst. Dann, ich sollte Heimleiter in einem Altersheim werden. Auch nicht so meins. Dann doch lieber Verfahrensmechaniker und Pilot. Auf den ersten Blick wirken die beiden erstaunlich sicher, was ihre Berufswünsche angeht. Glaubt ihr, ihr habt das Richtige für euch schon gefunden? Ich hoffe es mal. Aber es kann sich natürlich jetzt auch im Laufe der Ausbildung, des Studiums zeigen, dass halt nicht das Richtige ist. Dann macht man halt was anderes. Wie es wird. Das ist nämlich ein Vorteil davon, dass wir jetzt zum Beispiel so jung sind mit G8. Wir haben noch ewig Zeit, bis wir anfangen müssen zu arbeiten. Wann planst du denn anzufangen zu arbeiten? Also wenn alles nach Plan läuft, dann arbeite ich in 4 bis 5 Jahren als Pilot. Also das ist natürlich immer noch 22. Jung. Ja, natürlich bin ich dann noch. Pilot sein? Ja, klar. Ich habe natürlich immer den Gedanken im Hinterkopf, dass es nicht klappt, was ich vorhabe. Und was machst du, wenn du bei allem abgelehnt wirst, wenn dir nichts gefällt und so weiter. Und ich dann quasi, sage ich mal, mit 25 immer noch nichts gemacht habe und nur zu Hause rumsitze. Also ich hoffe, das wird nicht passieren. Und wenn ihr dann mit 25 nicht das
machen könnt, was ihr machen wollt, dann werdet ihr einfach Metzger und Schäfer, genau. Und leitet ein Altenheim. Ich werde dann Leiter eines Seniorenzentrums. Nee, dann muss man sich halt neu orientieren. Aber hoffen wir einfach mal, dass das nicht passiert. Das klingt immer so erwachsen, dass sich neu orientieren. Muss man doch, oder nicht? So beigebracht bekommen. Genau. Kann sagen, ihr seid erwachsener als wir. Ja, ich glaube auch. Der erste Sommer nach der Schulzeit. Gefühlt ist er schon vorbei. Auf Torben wartet das komplizierte Bewerbungsverfahren zum Piloten. Bens Ausbildung beginnt in ein paar Tagen. Meine Damen und Herren, stellen Sie bitte Ihre Rückenlehnen gerade klappen. Sie Tische rum, schalten Sie alle elektronischen Geräte aus. Wir beginnen nun mit dem Landeanflug.